Es gibt viele Tutorials zu Porträt- und Landschaftsfotografie. Aber worauf musst du achten, wenn du Gebäude fotografierst? Wir zeigen dir in diesem Video die wichtigsten Grundlagen zur Gestaltung deines Architekturfotos. Eine der Grundvoraussetzungen für die Architekturfotografie ist die Wahl der Brennweite. Wer große Objekte ablichten möchte, braucht ein Objektiv mit kleiner Brennweite. Die Blende ist ja unser Hauptwerkzeug, um die Tiefenschärfe zu bestimmen. Wenn wir im Vordergrund vielleicht so einen Baum haben oder vielleicht diese roten Stühle hier im Hintergrund, wollen aber das Auge des Betrachters auf das Gebäude selber lenken, dann ist eine sehr große Blendenöffnung angebracht, die eben eine kleine Tiefenschärfe gibt. Wenn wir aber ein längliches Gebäude haben, wie hier das D12er-Gebäude, und wollen das von vorne bis hinten scharf bekommen, dann brauchen wir eine weitestgehend geschlossene Blende, damit wir die volle Tiefenschärfe von der Vorderkante bis zur Hinterkante ausnutzen können. Ein wichtiger Faktor für die Architekturfotografie ist der Sonnenstand. Hier ist eine genaue Planung erforderlich, um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Eine Sonnenstand-App kann dir dabei helfen. Wenn du Gebäude fotografierst, solltest du ein Stativ benutzen. So vermeidest du auch bei langen Belichtungszeiten oder Belichtungsreihen Verwacklungen. Wähle einen Bildausschnitt aus und achte dabei auf Geometrien und zulaufende Linien. Was sind nun stürzende Linien? In der Realität existieren die nicht. Erst wenn wir ein Foto machen von einem Gebäude, sehen wir sie. Wenn wir zum Beispiel einen Kirchturm fotografieren, so von unten nach oben, dann sind eigentlich in der Realität parallele Kanten nicht mehr parallel, sondern laufen nach oben zu. Diese stürzenden Linien haben zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, dass das Gebäude sehr hoch wirkt. Der andere Aspekt ist, wenn wir hier solche kantigen, klaren Linien fotografieren wollen und haben dann stürzende Linien da drin, sieht das unperfekt aus. Deswegen versuchen wir, stürzende Linien bei dieser Art der Architekturfotografie von modernen Gebäuden zu vermeiden. Es gibt mehrere Möglichkeiten dazu, das zu tun. Ein probates Mittel ist ein Spezialobjektiv, welches in der Lage ist, stürzende Linien tatsächlich zu reduzieren. Ein Shift-Objektiv gibt mir die Möglichkeit, die Kamera waagerecht stehen zu lassen und über das Verschieben von zwei Linsenpaketen, wie man es jetzt hier sieht, zu erreichen, dass zwar die Kamera waagerecht bleibt, aber dennoch der obere Teil des Gebäudes abgelichtet wird. Außerdem kannst du stürzende Linien vermeiden, indem du dafür sorgst, dass Objekt- und Sensorebene parallel zueinander sind. Das kannst du zum Beispiel mit einer Drohne erzielen. Weichen die Ebenen voneinander ab, entstehen stürzende Linien. Du besitzt kein Shift-Objektiv oder keine Drohne und möchtest trotzdem stürzende Linien vermeiden, dann kannst du dafür beispielsweise eine kostenlose Bildbearbeitungs-App nutzen. Wenn du diese Grundlagen beachtest, kannst du ein technisch sauberes Architekturfoto aufnehmen. Lohnt sich die Anschaffung eines Shift-Objektivs oder genügt die Softwarelösung, um stürzende Linien zu vermeiden? Was denkt ihr? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar.